Gottes Botschaft an dich heute, geliebter Sohn, geliebte Tochter. Ich öffne eine Tür, die niemand schließen kann, und das wird noch in dieser Woche geschehen. Ja, du hast richtig gehört, das wird noch in dieser Woche geschehen. Ich habe dich nicht vergessen, ich habe jedes deiner Gebete gehört und jede Träne vergossen. Bereite dich auf den Segen und die große Wende vor, die kommen wird, aber sei sehr aufmerksam. Sieh dir dieses Video bis zum Ende an. Amen, mein Sohn, meine Tochter. Verliere nicht die Hoffnung. Wenn du denkst, dass ich deine Gebete nicht höre, ist das ein Zeichen, dass du noch mehr Glauben in dein Leben bringen musst. Denke daran, wie Petrus unterging, als er auf dem Wasser ging. Er ließ seine Angst vor dem Sturm ihn vergessen, dass ich, der Messias, bei ihm war. Manchmal kannst auch du mich vergessen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünschst, oder wenn du großen Herausforderungen gegenüberstehst. Du kannst dich mit anderen Dingen ablenken und manchmal ohne es zu merken, deinen Glauben beiseite lassen. Aber du musst das ändern, denn ich habe einen Zweck für alles. Ich beantworte deine Gebete nicht zur Zeit, die du erwartest, und ich lasse dich Prüfungen durchlaufen, weil ich dich formen und auf die Segnungen vorbereiten möchte, die ich für dich habe, um dich bereit zu machen für das, was du gemäß meinem Willen und meiner göttlichen Zeit erbittest. Ich höre deine Gebete, sehe deine Situation, aber vertraue mir. Ich habe einen Plan für dich. Glaubst du wirklich daran? Wenn ja, schreibe Amen in die Kommentare und vergiss nicht, dich auf dem Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Geliebter Sohn, geliebte Tochter, ich möchte, dass du weißt, dass du immer deine Gedanken und Gefühle mit mir teilen kannst oder jede Frage stellen kannst, die du hast. Ich werde dir immer perfekte Informationen liefern. Höre jetzt aufmerksam zu. Verschwende deine Kraft, Energie oder Emotionen nicht in sinnlosen Diskussionen, Aktivitäten oder Ablenkungen. Du und ich, dein Erlöser, sind hier, um den guten Kampf des Glaubens zu führen, und der Feind wird alles tun, um dich von diesem Ziel abzubringen. Wenn du dich mit unwichtigen Dingen erschöpfst, wirst du nichts haben, wenn du wirklich deinen Glauben ausüben musst. Mache eine Bewertung, wo du deine Zeit, dein Talent und deine Anstrengungen investierst, und konzentriere wieder deine Energie auf die Dinge, die angesichts der Ewigkeit am wichtigsten sind. Du brauchst Kraft, um an mich zu glauben, Energie, um mir zu folgen, und emotionale Kapazität, um mir zu vertrauen. Verschwende diese Ressourcen nicht für Dinge, die letzten Endes keinen Wert haben. Der Kampf des Glaubens ist nichts für schwache Herzen. Du musst entscheiden, dich auf das zu konzentrieren und gegen die Dinge zu widerstehen, die dich von deinem Ziel in mir, Jesus Christus, abbringen werden. In diesem Moment möchte ich dich einladen, 5 kraftvolle Sätze zu sagen, idealerweise laut, die im Licht meines Vaters eine Transformation in deinem Leben innerhalb dieser Woche bewirken werden. Nachdem du sie ausgesprochen hast, werden wir ein Gebet sprechen, das deinen Sieg in deinem Leben besiegeln wird. Los geht's! Lieber Herr, bitte hilf mir, jegliches Zögern oder Ablenkung zu überwinden, die der Feind nutzen kann, um meinen Fortschritt zu behindern oder zu verzögern. Zweiter, sei gnädig und führe mich, damit ich mein volles Potenzial ausschöpfen und Freude und Frieden inmitten von Verwirrung und Traurigkeit finden kann. Dritter, ich flehe dich an, Gott der Barmherzigkeit, alles aus meinem Leben zu entfernen, was nicht für mich ist. Entferne diejenigen aus meinem Weg, die nicht auf meiner Reise sein sollten. Vierter, hier, halte mich auf dem richtigen Weg und gib mir die Ausdauer, ohne Aufgeben weiterzumachen. Fünfter, ich flehe dich an, o Gott, benutze meinen Verstand, transformiere mein Herz und nimm meine Sorgen hinweg. Amen. Symbolisiere und manifestiere deinen Glauben in diesen Worten und im Gebet, das wir gleich sprechen werden. Schreibe in diesem Moment in die Kommentare, dass deine Wartezeit vorbei ist. Jetzt, mit viel Glauben, wiederhole mit mir, sei es in Worten oder Gedanken, folgendes Gebet. Lieber allmächtiger Gott, du bist die ursprüngliche Quelle von Licht und Liebe, die unsere Schritte auf dieser irdischen Reise lenkt.
Wir erheben unsere Herzen in Einheit mit dir in diesem feierlichen Augenblick des Gebets. Wir erkennen deine Herrlichkeit an, die jedes menschliche Verständnis übertrifft, und wir kommen mit Demut, um unsere tiefsten Sehnsüchte zu teilen. In diesem heiligen Moment, vor deiner allmächtigen Gegenwart, flehen wir um deinen Segen. Lass ihn wie Strahlen der Hoffnung innerhalb einer Woche in unseren Leben leuchten. Wir wissen, dass du Wunder vollbringst, die unser Verständnis übersteigen, und wir setzen unsere Erwartungen auf dich, voller Vertrauen darauf, dass deine Versprechen niemals scheitern. Du, der große Architekt des Universums, kennst die Wünsche, die in unseren Herzen sind. Heute legen wir unsere Träume vor dich, in dem Wissen, dass du sogar auf die subtilsten unserer Sehnsüchte achtest. Lass deine Güte und Großzügigkeit sich auf einzigartige Weise manifestieren und eine verwandelnde Segnung für diejenigen bringen, die deine Gnade suchen. Wie der fürsorgliche Hirte, der seine Schafe behütet, bitten wir darum, dass du unsere Schritte in Richtung Glück und Erfolg lenkst. Segne diejenigen, die Herausforderungen bewältigen und verleihe ihnen die Kraft und den Mut, Hindernisse zu überwinden. Lass dein Licht über diejenigen strahlen, die Heilung suchen, und bringe Erleichterung und Wiederherstellung in jeden Aspekt ihres Lebens. In diesem Akt der göttlichen Gemeinschaft erinnern wir uns daran, dass du der Gott der Versorgung bist, der in der Lage ist, Türen zu öffnen, wo wir zuvor nur Begrenzungen gesehen haben. Segne diejenigen, die nach Unterstützung und Gelegenheiten suchen, und erlaube ihnen, Fülle und Wohlstand in allen Bereichen zu erleben. Lass deine großzügige Hand über diejenigen sein, die nach beruflichem Wachstum streben, und ebne den Weg für großartige Erfolge. Herr, in deinem unendlichen Wissen erkennen wir, dass deine Segnungen sich auf eine Art und Weise manifestieren können, die unsere Vorstellungskraft übertrifft. Deshalb bitten wir darum, dass sich deine Wunder auf überraschende Weise zeigen und die Herzen mit Dankbarkeit und Bewunderung für dein Werk erfüllen. Während wir auf die Manifestation dieser Segnungen warten, lehre uns, Geduld und Vertrauen in deinen souveränen Willen zu entwickeln. Hilf uns, die Schönheit in den kleinen alltäglichen Segnungen zu sehen und bereite unsere Herzen darauf vor, die großen Gaben zu empfangen, die du für uns bereithältst. In Liebe und Glauben und im Namen dessen, der mich in diesem Gebet führt, Jesus Christus, dem Erlöser, übergeben wir unsere Sehnsüchte und Hoffnungen in deine göttlichen Hände. Wir sind zuversichtlich, dass deine Gnade uns innerhalb einer Woche auf einzigartige und außergewöhnliche Weise umhüllen wird. Wir danken im Voraus und wissen, dass deine Verheißungen wahr sind und deine Treue ewig ist. Amen. Geliebter Sohn, geliebte Tochter, deine Wartezeit ist vorbei. Die Zeit ist gekommen. In meinem Namen, Jesus Christus, wird sich dein Leben innerhalb einer Woche drastisch verändern, und du wirst meine Hände in jeder der bevorstehenden Erfüllungen sehen, zur Ehre meines Namens. Wenn du das in deinem Leben empfangen wirst und mit ganzem Herzen an mich glaubst, schreibe "Ich glaube" in die Kommentare und vergiss nicht, dich auf dem Kanal zu abonnieren. Das ist sehr wichtig, denn ich werde mich auf vielfältige Weisen an dich wenden, und eine davon ist durch einige Botschaften, die du hören wirst. Ohne Zweifel wirst du im selben Moment wissen, dass ich direkt zu dir spreche, denn du wirst spüren, dass sie deine Seele auf einzigartige und besondere Weise berühren. Eine dieser Botschaften wird jetzt auf deinem Bildschirm erscheinen. Klicke einfach darauf. Ich warte dort auf dich, um diesen Moment der Gemeinschaft fortzusetzen. Gott segne euch alle.